auch wenn es der Madame hier ziemlich schwer fällt. Schreibt es gerne mal rein, wir sind gerade ein bisschen überfordert. Willkommen zu einem neuen Vlog auf unserem Kanal. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Zwei Tage, nachdem wir den kleinen Spatzenmann abgeholt haben, ne? Da liegt ja der kleine Mann, ne? Hallo, Kuckuck. Ja, soweit ist eigentlich alles okay. Er motzt nur immer noch ein bisschen rum, wenn ich in die Küche gehe, um... Hier willst du hoch? Sekunde. Wo war ich? Ja, wenn ich in die Küche gehe und ja ihm schon mal das Futter vorbereite. Ich kann ihm das ja leider nicht direkt geben. Wir müssen das immer in Wasser einweichen, weil das sonst zu hart für den kleinen Schatz ist. Ui! Und ja, da kriegt er immer ein bisschen zu viel, wenn ich hingehe und das schon mal in seine Schale rein tue, er aber noch nicht essen darf. Ne? Da maulst du immer ein bisschen rum und weinst und bellst, so wie du kannst, ne? Aber das kriegen wir schon hin. Ansonsten ist alles super. Also es ist jetzt heute der dritte Tag. Die ersten zwei Nächte waren super. Ich weiß gar nicht, ob wir schon von der ersten Nacht erzählt haben. Oh, da ist aber wieder müde. Die erste Nacht war ganz gut. Er ist um 12 sind wir ins Bett. Er ist um 12 dann auch direkt eingeschlafen. Dachte gehört, er weint jetzt ein bisschen. Ja, du kriegst gleich dein Essen. Das erste Mal ist er, glaube ich, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ich glaube, um 3:45 wach geworden und hat sich gemeldet, dass er Pipi oder Kaka, was auch immer muss. Ich bin dann mit ihm raus, hat aber nichts gemacht. Ich glaube, ich war eine halbe Stunde mit ihm draußen, dann bin ich wieder hoch. Dann haben wir weitergeschlafen bis um 7, 7:15. Hat sich dann wieder gemeldet, sind wieder raus, hat immer noch nichts gemacht. Und ja, dann sind wir auch wach geblieben. Kobi ist dann irgendwann mit ihm... nochmal raus, eine große Runde gegangen. Da hat er dann Kaka gemacht. Also alles gut. Und diese Nacht war das viel, viel besser, ne? Wir sind um 12:30 ins Bett. Also er schläft natürlich schon vorher. Er hat dann auch direkt weitergeschlafen oben und ist das erste Mal wach geworden um 3 und hat sich gemeldet. Ich bin raus mit ihm und er hat direkt gepinkelt. War ich mega stolz gewesen. Und danach sind wir wieder hoch, haben weiter geschlafen und dann ist er um 7:30 wieder wach geworden. Ja, Spatz. Bin ich wieder mit ihm raus, weil er sich gemeldet hat. Und dann hat er Kaka und Pipi gemacht. Also läuft alles super gut. Heute ist erst ein Unfall hier zu Hause passiert. Pipi-Unfall. Ne, ansonsten nicht. Gestern waren es, glaube ich, 5. Also bis heute läuft es eigentlich ganz, ganz gut. Spatzelein, hallo. Okay, jetzt haben wir gerade vom Teufel gesprochen, dass heute noch kein Unfall hier, nur ein Unfall hier zu Hause passiert ist. Und da hat seine Tür geklingelt, der Postbote ist gekommen und in der Sekunde hat er gepinkelt. Aber nicht schlimm, ich habe es weggemacht und danach hat er sich direkt bemerkbar gemacht, dass er auch nochmal raus muss. Bin direkt mit ihm raus und dann hat er auch sofort Kaka gemacht, also super toll. Und... vom Kacker machen ist er jetzt ganz erschöpft. Oh, da liegt aber jemand ganz erschöpft. Oh. Ja, Nickerchen machen ist was Feines und wird auf jeden Fall fast den ganzen Tag hier gehalten. Ne? Seht ihr übrigens das, was ich da meine? Ich finde immer, dass es aussieht, als würde er lächeln. Das ist einfach so süß. Oh. Und ohne Witz, er legt sich einfach immer zwischen meine Beine. Ich mache die mittlerweile jetzt so weiter auseinander, weil er sich sonst immer auf meine Füße gelegt hat. Und dann konnte ich mich eine Stunde lang einfach nicht bewegen. So, meine Damen und Herren, boah, es ist viel zu sonnig. Ich gehe mal kurz in den Schatten. So, wir sind jetzt gerade mit Juli unterwegs hier bei uns in einem örtlichen Park. Und der kleine Racker sucht hier gerade abzuhauen. Oder hat versucht abzuhauen. Und da kommen die Leuten die Glocken. Wie viel haben wir denn? Ich glaube genau 18 Uhr. Jawohl, auf die Minute genau. Ich bin gerade aus dem Büro gekommen und wir fahren jetzt gleich zusammen zu Oma. Hast du schon was erzählt? Ja, dass wir zu Oma fahren? Okay, ja, auf jeden Fall wollten wir jetzt vorher nochmal mit Juli gehen, damit der Racker, da haben sich auch ganz viele so, hä, warum sagt ihr so oft Racker? Ja, das ist unser Lieblingswort für einen Hund, ne? Weil ausgepowert ist, wenn wir gleich bei Oma sind und er nicht so extrem aufgedreht ist, was ja verständlich wäre. Mann, wie lange läuten denn diese Glocken, wollte ich sagen? Mann, das ist ja unfassbar. Auf jeden Fall fahren wir da jetzt gleich hin und der kleine Racker kriegt gerade ein Leckerchen, macht ein paar Übungen mit Mama. Na, hallo ihr zwei. Na, hallo, Großer.
Hallo, wie geht's dir? Die Leute wollen wissen, wie es dir geht. Super, mir geht's super. Ich habe ganz viel geschlafen heute. Drei Stunden hintereinander. Echt? Drei Stunden? 3 Stunden am Stück. Nur bin ab und zu wach geworden und hab geguckt, ob Mama noch da ist. Guck mal, wie süß. Hey. Ja. Hey. Kleiner Mann. Jojojo. So, ich muss jetzt ein bisschen so komisch vloggen, aber da ist die Sonne und da würde man mich gar nicht mehr sehen. Wir sind jetzt gerade bei Oma angekommen. Und der kleine Racker hat noch wieder an meinem dicken Zeh, wie immer. Tummelt sich hier auf dem Teppich, auch eine Sache, die ganz neu ist, weil wir haben in unserer Wohnung ja keinen Teppich. Wir haben nur an einer Stelle so ein Fell, aber einen richtigen Teppich haben wir nicht. Für ihn auch ganz neu, fand er am Anfang ganz witzig, aber jetzt hat er sich damit zurechtgefunden, ne? Und chillt da drauf. Ja, ja, großer. Jetzt gibt's richtig gesundes, leckeres Essen. Aus dem Kochbuch, frisch von Mone gekocht. Danke. Gerne. Saftig. So, es ist richtig spät in der Nacht. Nein, ich glaube, wir haben 12 Uhr. Wir haben jetzt nochmal so eine kleine Abendrunde mit dem kleinen Racker gedreht. Boah, ich sehe euch nicht mehr. Es ist jetzt extrem dunkel da, wo wir sind. Aber Mone hat den Kleinen immer im Auge mit Handylicht und so. Ja, guten Abend. Klar, muss man um die Uhrzeit jetzt noch hier so durchballern. Vor allem kennt ihr diese 50er-Roller, die so unnormal laut sind, aber halt einfach nur 50 km/h fahren. Aber Hauptsache lauter als jeder Porsche. Ja, warte, ich zeige Ihnen euch mal den kleinen Racker. Oh, er hat ein Riesenblatt. Ja, ein Riesenblatt hat er. Ja. Sieht man das? Ich weiß, ich sehe es nicht. Warte. Oh ja. Pinkelt er? Ich weiß es nicht. Er sitzt so. Einfach mal fein. Ja, er hat gepinkelt. Ja. Ja, fein. Feiner Mann. Feiner Mann. Ja, feiner Mann. Ganz, 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 ganz stolz, ne, kleiner Mann? Ja. Ja, fein. Er freut sich auch immer voll, wenn man ihn lobt. Also das haben wir auf jeden Fall schon gemerkt. Aber er immer noch um die Beine herum die ganze Zeit am Toben und... Oh Mann, der Kleine. Wir gucken jetzt einfach mal, ob der Kleine noch ein Häufchen macht. Das wäre der Knüller, ne? Das wäre echt... Ach nee, das glaube ich aber nicht. Er hat eben gemacht. Aber er hat sich eben sehr, sehr super gemeldet wieder. Und hat wieder so bekannt gegeben, jo, ich muss jetzt raus. Ich versuche das hier mal irgendwie zu halten. Jawohl. Hey, kleiner Mann. Ne? Kleiner Mann. Na du, na, aua, und immer hier schön am Knabbern, ja, ja, ist klar. So, nebenbei noch ein bisschen Training hier. Jetzt muss er sich halt erstmal wieder hinstellen, ne? Juli. Ja, jetzt hat er gerade keinen Bock. Juli, komm mal hier, komm hier. Fein, sitz, fein, sitz, fein. Sehr gut, fein. Junge. Sehr gut. Ein ganz kluges Kerlchen, ne? Schnelllerner ist das. Ja. Ein Schnelllerner, man sieht gar nichts auf Kamera, weil Schatten, aber ja, fein. Ja. So, und jetzt ab nach Hause. Na komm. Jetzt geht's ab ins Bett. Ja, komm. Ja, fein, ab ins Bett, ne? So, ihr Lieben, wir sind jetzt zu Hause angekommen und man könnte meinen, dass der kleine Racker todesmüde ist, weil wir jetzt gerade über eine Stunde draußen waren, aber wir sind jetzt gerade in so einer Situation, wo wir nicht wissen, was wir tun sollen. Und zwar sind wir jetzt gerade hier hochgegangen und ihr wisst ja, wir haben hier diese Teppiche und Juli darf halt damit nicht spielen und das soll er halt von Anfang an direkt so lernen. Ja, er hat halt die ganze Zeit damit gespielt, ich habe ein paar Mal Nein gesagt und habe dann gesagt, okay, sorry Juli, dann gehst du halt jetzt da rein. Ich weiß nicht, ob das richtig war, ob das erziehungstechnisch ein Fehler war, keine Ahnung. Auf jeden Fall liegt er jetzt da drin und heult die ganze Zeit und ja, wir versuchen halt gerade dann das einfach zu ignorieren, weil uns wurde gesagt, wenn der so weint, dann dürft ihr nicht nachgeben, weil dann weiß er irgendwann, okay, solange ich heule, irgendwann geben die schon nach. Und wir hoffen halt die ganze Zeit jetzt, dass er einfach irgendwann in Ruhe gibt und einfach kaputt sich in die Ecke legt und sagt, okay, dann gebe ich halt auf. Aber bisher ist das halt jetzt noch nicht der Fall gewesen. Das Ganze läuft jetzt schon seit ungefähr 10 Minuten. Ja, und das sind halt noch so Sachen, wo wir ja halt einfach auch noch nicht genau, ne, das haben wir im letzten Video ja gesagt, mit diesem, man ist sich nie genau sicher mit Erziehungsmethoden, ob alles richtig ist. Jetzt scheint er auf jeden Fall ein bisschen sich beruhigt zu haben, zumindest. Er hat da drin alles, was er braucht. Er hat sein Spielzeug. Da darf er ja auch mit spielen, ist ja auch kein Problem. Er hat vorhin gefressen, er hat gerade noch mal getrunken. Wir waren gerade draußen. Also ja, eigentlich... er ist eigentlich bestens versorgt, nur Spielzeit ist halt jetzt eigentlich nicht mehr. Wir wollen jetzt auch ins Bett und das muss er halt lernen. Ihr könnt gerne mal reinschreiben, ob das vielleicht zu hart ist, was wir gerade machen, oder vielleicht ist das auch noch zu früh. Aber uns wurde immer gesagt, man soll das von Beginn an so leben und so vorleben. Schreibt es gerne mal rein, wir sind gerade ein bisschen überfordert, was wir tun sollen. Aber
ja, wir handeln jetzt einfach so, wie uns das erklärt wurde. Das heißt einfach hart bleiben, auch wenn es der Madame hier ziemlich schwer fällt. Ja, es ist... zum einen fällt es mir schwer, ihn weinen zu lassen. Zum anderen ist es, ich bin gerade so kaputt, weil das halt den ganzen Tag über irgendwie so geht. Ja, ist schon anstrengend, aber ich... Das wird schon. Ja, also wir sind jetzt nicht im Sinne überfordert, dass uns Welpe zu viel auf einmal ist. Nur wir sind halt jetzt gerade so mit diesen Augenblicken so, da wissen wir halt noch nicht, was wir machen sollen. Das meinen wir jetzt mit überfordert. Ne? Also grundsätzlich, das macht riesigen Spaß und die paar Momente wird es auf jeden Fall noch öfter geben. Das habe ich ihr heute auch gesagt. Wir wissen halt noch nicht, was wir machen sollen. Dann machen wir es gerade richtig. Man weiß es halt einfach nicht. Ne? Ja. Schreibt gerne eure Meinung rein. Würde uns jetzt auf jeden Fall interessieren. Wir versuchen das Ganze jetzt hier noch über die Bühne zu bringen. Dann gehen wir jetzt auch eigentlich direkt ins Bett. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr eure Meinung schreibt. An alle Hunde-Experten da draußen. Ich werde dazu morgen auch nochmal Mama befragen. Dann sagen wir euch morgen im neuen Vlog, was sie zum Beispiel gesagt hat. Weil die kann ich jetzt nicht mehr anrufen. Ist halt schon 10 nach 12. Ich würde sagen, wenn euch der Vlog gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt gerne #daily in die Kommentare, wenn ihr Bock habt auf weitere Daily-Vlogs. Wir geben auf jeden Fall Vollgas für euch. Morgen wird, glaube ich, ein cooler Tag. Ne? Mhm. Ja, aber warum, das seht ihr dann morgen, keine Sorge. Ja, ich kann es nicht. Ach, die ist immer so verballert, ne? Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ach so, folgt uns allen dreien auf Instagram. Peace. Okay, ganz, ganz kurzer Nachtrag noch. Wundert euch jetzt nicht, dass ich oberkörperfrei bin. Ich schlafe immer oberkörperfrei im Bett. Also, er hat sich jetzt beruhigt. Er hat noch ein paar Minuten so. Hallo. Er hat noch... Jetzt, nein, das fokussiert schon wieder dein Gesicht. Geh weg. Okay, das ist gut. Der hat jetzt ein paar Minuten immer noch ein bisschen gewimmert, aber jetzt hat er sich beruhigt, er schläft. Ist auch ganz brav in seiner Box gewesen. Wir wollten eigentlich in diesem Vlog erklären, wie wir das jetzt mit der Box handeln, aber das machen wir dann morgen im Vlog, wenn das für euch in Ordnung ist. Aber kurzer Nachtrag noch dafür. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir hoffen, dass wir es jetzt richtig gemacht haben, weil es war echt schwer. Wirklich, mein Herz. Cry. Deswegen, jetzt gehen wir aber ins Bett.